So, hallo, heute mal wieder ein neues Auspackfilmchen, beziehungsweise kurzes, auch immer das so nennt, ein Hands-on-Video, ne? Und zwar ist das mal wieder ein Flipcase, ein Kunststoff-Flipcase fürs iPhone 5S mit einem Sichtfenster, wo man praktisch aufs Display durchgucken kann, wie viel Uhr ist. Und man soll Nachrichten und so ein Kram auch noch sehen können. Es ist relativ gut verarbeitetes Teil. Was mir nicht so gut gefällt, es ist hier am Rand ziemlich dick. Trägt ziemlich dick auf. Könnte ein bisschen schlanker sein. Was es für Funktion hat, es hat eine Aufstellfunktion, dass man dann, ja, für was auch immer, man kann es dann so hinstellen, wenn man es auf der Nachttisch stellt oder was, als Wecker. Ja. Hier innen drin ist es ein bisschen flauschig, so ein bisschen weich gemacht. Dann machen wir die Schutzfolie runter hier, 12.45 Uhr. Wenn wir die Uhr neu stellen. So. Ja. Gut, ist schöne durchsichtige Scheibe. Ist die Frage, wie lange die so schön durchsichtig bleibt, bis sie mal ordentlich verkratzt ist. Aber okay, das ganze Ding bei Amazon für 10,90 €. Ist es ja, günstig, will ich nicht sagen. Es ist gerade noch so okay, der Preis für mich auf jeden Fall. Okay, so viel dazu. Hier die Laut-Leise-Taste sind quasi so geprägt. Das drückt dann durch, die sind nicht direkt frei. Hier unten ist alles frei. Und hier oben auch die Sperrtaste, die ist auch so geprägt. Ist, also vom Schutzwert ist es her sehr, sehr gut geschützt, finde ich, das Telefon dann, wenn es da drin eingebettet ist. So, jetzt schalten wir mal um und baue ich mal kurz das iPhone hier rein und zeige mal was mir nicht so gut gefällt. So, jetzt zu dem, was mir nicht so gefällt. Und zwar, okay, hier alles schön hier mit dem Öffnen. Das iPhone liegt eigentlich relativ sauber drin, so ein paar Stellen sieht man hier, wo der Rand ein bisschen ja, nicht ganz so gut anliegt, aber okay, es sitzt sehr fest in der Hülle drin und ja, jetzt hier, wenn man hier drauf drückt, die Uhrzeit sieht man, man sieht es nicht, man sieht gerade noch so unten am Rand ein bisschen das Datum, nicht ganz so optimal. Was mir ganz und gar nicht so gefällt, ist hier neben, wenn ich laut leise machen will. Wenn du keine Fingernägel hast, ist es ein bisschen Fuddelarbeit. Gut, es geht, aber ja, es ist schon relativ tief drin. Den Daumen komme ich jetzt schlechter neu. Also es könnte, das ist das Orange, was mir nicht so gefällt, weil es halt so vertieft ist. Ansonsten ist es eine gute Hülle. Das Telefon ist sehr gut geschützt, finde ich, wenn es drin ist. Die Klappe bleibt, gut, wenn es in der Hosentasche ist, ist sie zu, aber schöner wäre es, wenn sie ein bisschen mit einem Magnet oder was weiß ich was, ein bisschen zugehalten werden würde. An für sich für 10 €, wie gesagt, es ist für mich nicht gerade die günstigste gewesen, aber ich fand es jetzt mal interessant wegen dem Sichtfenster und ja. Sollte nur mal ein kurzes Ding sein, dass jemand das interessiert, kann auch hier das Video sich auch gucken. Ach ja, hier unten alles offen, ne? Lautsprecher, die Klinkenstecker für den Kopfhörer und ganze Kram und hier das Ladegerät, Mikrofon, alles offen. Jo, alles klar, zieht's euch rein, danke fürs Zugucken und macht's gut, tschüssi, ciao.